Also das, was gerade hier geschieht mit uns, das ist wirklich der Abschuss und es ist gefährlich. Es gibt Dinge, die alle wissen sollten und die werde ich heute in diesem Video erzählen. Weil wenn man diese Dinge weiß, kann man diese Situation ändern und das ist tatsächlich überhaupt nicht schwer. Die geistige Welt hat die Menschen in grob gesagt, in drei Gruppen eingeteilt und davon werde ich dir gleich erzählen. Ich werde dir auch erzählen, wie die Lösung ist. Und wenn wir das alle verstanden haben, dann sind wir da raus aus diesem Spiel, ihr Lieben. Ja, ihr seht, ich bin heute hier im Bett, im Hotelzimmer, in meinem Bett und ja, schön, dass du heute auch da bist. Ich habe ausprobiert, wo der beste Platz ist, aber ich habe irgendwie heute keinen besseren gefunden und ich dachte, naja, das geht auch mal, oder? Also noch ein Urlaubsvideo sozusagen, ihr Lieben. Ja, und jetzt kommen wir zum Thema. Diese drei Gruppen. Also die geistige Welt hat die Menschen grob, nur ganz grob, in drei Gruppen eingeteilt. Und zwar deswegen, damit wir das besser verstehen. Die erste Gruppe ist eine Gruppe, in der viele Menschen nicht geimpft sind, ist eine Gruppe, in der viele Menschen eher Nein als Ja sagen, ist eine Gruppe, in der die Menschen die Wahrheit erkennen hinter den Lügen. Auch nur ganz grob gesagt, ihr wisst, was ich meine. Die zweite Gruppe ist eine Gruppe, wo Menschen drin sind, die sehr viel Angst haben. Ist eine Gruppe, wo Menschen drin sind, die sehr viel Ja sagen, die alles gerne machen, was von oben bestimmt wird und in der Angst leben, in richtig großer Angst leben, die steuerbar sind und eben ja, sich bemühen, immer alles richtig zu machen. Die dritte Gruppe, ihr Lieben, und das ist die gefährlichste Gruppe. Die dritte Gruppe, das sind nicht viele Menschen. Und ich habe auch davon in meinem Buch geschrieben. Die dritte Gruppe, das ist eine kleine Gruppe von Wesen, sag ich mal, die extra speziell geschult wurden von der Gegenseite, von den Bösen in Anführungsstrichen, um den Menschen Angst zu machen, um das einzuleiten, um schwierige Szenarien zu kreieren, damit die Menschen Angst haben und dadurch steuerbar sind. Warum machen die das? Habt ihr euch gefragt, warum wird den Menschen so viel Angst gemacht? Das liegt daran, dass sich diese dritte Gruppe von Angst und Negativität nährt. Das heißt also, immer wenn eine Schreckensmeldung jetzt im Radio, im Fernsehen, im Internet irgendwo kommt und du die siehst und denkst, oh Gott, wie schlimm, gibst du dieser negativen Energie deine Energie und Kraft. Und das ist für die dritte Gruppe perfekt, denn sie ernähren sich von dieser negativen, von dieser Angst. Und deswegen wird es auch immer tragischer. Das hat ja, ihr wisst ja, mit der C-Krise angefangen. Jetzt sind wir in der E-Krise und in der K-Krise, wenn du so willst. Das ist extra herbeigeführt, um eben sich um genügend negative Energien zu haben und sich davon zu ernähren. Und wenn jetzt diese dritte Gruppe, gesetzt den Fall, ist ja nur alles Theorie, was ich hier erzähle. Wenn die keine Angst mehr hätten als Futter, was würde jemand machen, der nichts mehr zu essen hat? Er stirbt oder er geht woanders hin. Also sprich, er wäre weg von uns und die ganze Angst wäre auch weg von uns. So, was würden wir jetzt denn oder was sollen wir denn jetzt machen? Was meinst du denn? Einfach aus der Angst rausgehen.
Jetzt die erste Gruppe weiß das, die weiß das ganz genau und die macht das schon. Nur sind es nicht genügend, damit es gibt immer noch viel zu viel da zum Essen. So, die zweite Gruppe befindet sich auf verschiedenen Phasen, Entwicklungsschritten und beginnt auch immer mehr aufzuwachen. Dieses Aufwachen, das ist ein Entwicklungsprozess, der individuell ist und dadurch auch in dem freien Willen geschieht und nicht irgendwie von jemand bestimmt werden kann, sondern das muss persönlich erfahren werden. Das heißt also, wir können nichts tun, außer aufklären, zum Beispiel dieses Video teilen, davon sprechen, dass die Menschen das verstehen und dann von sich aus selbst aus der Angst herausgehen. Das heißt, da ist Aufklärungsarbeit wichtig. Und das könnt ihr ja tun, indem ihr jetzt zum Beispiel das auch weitererzählt oder eben das Video teilt. Sobald also die Menschen aus dieser Angstenergie rausgehen, haben die anderen, die uns beeinflussen möchten, kein Futter mehr. Ist es nicht einfach? Es ist total einfach. Wenn die Menschen keine Angst mehr haben und nicht mehr das machen, was die anderen wollen, was wollen sie denn machen? Nichts können sie machen. Und das müssten alle wissen. Das müssten alle genau wissen. Und dann hätten wir das schönste Leben auf der Erde. Das möchte ich euch heute unbedingt sagen. Und ich habe die Hoffnung. Ich habe ganz viel Hoffnung. Und ich weiß auch, dass es geschehen wird, weil wir sind ja in diesem Umwandlungsprozess und wir sind dabei, die neue Erde zu kreieren. Das habe ich auch im letzten Video schon erzählt. Und übrigens im letzten Video von dieser großen Kugel, die wir zusammen kreiert haben. Ihr könnt in diese Kugel auch gehen, wenn es kein Internet mehr gibt. Das hatte ich vergessen zu sagen. Diese Energiekugel, die ist immer da. Und die wird uns immer unterstützen. Und deswegen habe ich die ja mit euch zusammen kreiert, damit wir, wenn mal zufällig, bitte nehmt mir den Humor jetzt nicht übel, wenn mal zufällig kein Strom da ist, ja, oder wenn wir eben frieren sollten oder egal, was auch immer, diese Kugel ist immer da für uns alle, egal Strom oder nicht Strom. Sie ist da und darin können wir uns stärken. Es reicht, wenn wir dran denken. Deswegen ist sie da und das ist etwas, was uns Kraft gibt, was uns einfach ja spüren lässt. Wir halten zusammen und wir schaffen das. Ne? Und das ist ja der Punkt und der uns dann auch weiterbringt. Genau, das ist der Punkt und das kann uns niemand wegnehmen, kein Mensch. All das andere, was sie uns wegnehmen wollen, ja, mein Gott, materielle Güter. Die zweite Gruppe ist ja auch sehr beeinflusst von materiellen Gütern. Also dass dieses Konsumentenverhalten wird ja gefördert, weil es dient ja auch der dritten Gruppe. Also die brauchen auch, die brauchen irgendwie viel Geld und Macht, und sind aber auch nicht glücklich. Die sind nicht glücklich, die sind unglücklich, aber ja. Aber wir haben alles in uns. Wir haben unsere Seele, unser Licht, unsere Kraft, wir haben alles und wir sollten das nicht einfach so weggeben. Unsere ganze persönliche Freiheit, all das, das kann man nicht verschenken, das geht nicht. Denn wir sind ja hierher gekommen auf die Erde, um zu helfen, dass das Neue entstehen kann. Das ist unsere Aufgabe und da dazu gehört es einfach, aus dieser Angst herauszugehen. Das ist die eigentliche Aufgabe. Vielleicht hast du dich schon mal gefragt, ja, wie ist es denn, wie helfe ich denn dazu, dass die neue Erde entstehen kann? Du hilfst in dem Moment, wenn du keine Angst mehr hast. Du hilfst in dem Moment, wenn du Licht und Liebe verteilst, dich in Licht und Liebe einhüllst. Wenn du meditierst, wenn du dir Kraft holst von der geistigen Welt, dann hilfst du, weil dann fließt Liebe und Heilung und Licht durch dich hindurch und das fließt dann auch auf die Erde zu anderen Menschen. Ist eigentlich alles ganz einfach.
Nur sind die Menschen viel zu leicht beeinflussbar, ich weiß auch nicht, viel zu leicht in die Angst hineinzudrängen, und das ist das, was total schwierig ist. Aber die geistige Welt ist ja auch da, um uns zu unterstützen. Die ganz vielen lichten Wesen, die Sternenfreunde, die sind ja unter uns. Es ist ja nicht so, dass die nicht da sind. Und die beobachten ja auch, und die helfen auch ganz viel von der negativen Energie zu transformieren. Also wir haben auch noch große Unterstützung. Es liegt einfach nur an uns, jetzt mal aktiv zu werden und besonders aus der Gruppe 2 in die Gruppe 1 hineinzugehen. Und dann ist es gut. Dann ist es wieder gut. Dann ist der Erwachensprozess sozusagen, hat er stattgefunden. Und ich werde jetzt mit euch ein Channeling machen. Und zwar habe ich jetzt während dem Sprechen diese Durchsage bekommen. Und zwar mit der Sonnenenergie zu arbeiten. Weil die Sonne hat Wärme, sie ist positiv, sie hat Kraft, sie schützt uns, sie lässt uns leben, sie unterstützt das Leben auf der Erde. Und deswegen werden wir jetzt so ein Sonnenchanneling bekommen, wo ich dich ganz herzlich dazu einlade und mich persönlich auch sehr darauf freue. Ja, und jetzt stimme ich mich mal ein. Ich trinke erst noch mal was schnell, den Rest. Geliebte Menschen des Lichtes, geliebte Lichtfamilie, voller Freude darf ich jeden Einzelnen begrüßen, der heute mit uns zusammen diese Botschaft hört. Zu uns sind gekommen die lichten Wesen der Sonne, die Sonnenwesen. Sie tanzen um dich herum wie goldene Lichter und laden dich ein, dich heute mal intensiv mit der Sonne zu verbinden. Und so darfst du es dir heute erlauben, dich so tief wie du nur kannst in diese Energie hinein zu begeben. Und so nimm einen tiefen Atemzug des Lichtes der Sonne und lass dieses Licht in dein Herz hineinströmen. Denn auch du trägst eine goldene Sonne in dir. So verbinden sich jetzt beide Energien in deinem Herzen. Und du fühlst die Verbundenheit, die entsteht. Du fühlst etwas, was dich glücklich macht, was deine Energie ausdehnt und anhebt. Es ist warm und du bist beschützt und behütet. Nun kommen die Sonnenwesen auf dich zu, und ein einziges von diesen Wesen legt seine Hand auf dein Herz. Dort, wo deine goldene Sonne wohnt, und du spürst ganz tief in deinem Herzen, wie die Energie sich in dir verteilt, wie die Sonnenenergie durch deine Aura fließt, wie die Sonnenenergie dich reinigt von all den Lasten, von unbewussten Ängsten oder Strukturen, die dir einfach nicht gut tun. Lass es zu, lass es einfach zu, es geschieht zu deinem allerhöchsten Wohle. Und atme in einem Rhythmus, der dir gut tut, der dich trägt
und schützt. Denn es ist die Liebe, die nun aus deinem Herzen fließt, die nun durch all deine Zellen fließt und dich heilt, dich in die Mitte bringt, die dich dort berührt, wo es wichtig für dich ist. So spüre, wie du bei diesem Prozess mit der Sonne verbunden bist. Und spüre die Kraft, die durch dich fließt, die Sonnenkraft, die dich glücklich machen kann, die dich in Harmonie bringt mit allem, was ist, mit deinem Leben. Denn alles, was negative Strukturen trägt, wird in Licht umgewandelt, jetzt in diesem Moment. Alles, was schwer zu tragen ist, erstrahlt im Licht der Sonne. Und du fühlst dich wie ein neuer Mensch. Du fühlst diese Kraft in dir selbst, wie sie sich ausdehnt und du beginnst zu strahlen in einem wundervollen Licht, hell, voller Liebe. Und du spürst deine Verbundenheit zu allen Wesen des Lichtes. Du spürst die Einheit der Liebe. Und du spürst die Nähe Gottes und weißt, dass du nicht alleine bist. Und all dies macht dich glücklich. All dies gibt dir das Gefühl und die Bestätigung, dass du alles kannst, was du möchtest. Dass du alles erreichen kannst. Und dass es an dir liegt, den ersten Schritt zu tun. Und dieses Wissen wird nun in deiner Seele eingebettet, um dich zu stärken, um dir Kraft zu geben, dein Leben zu leben. Um dir Kraft zu geben, den Weg weiterzugehen, den du begonnen hast. Und wenn du nun hinunterschaust auf deine Füße, dann siehst du die leuchtenden Spuren vor dir, des Weges, der noch vor dir liegt, welcher vom Licht getragen ist. Und so spürst du eine ganz große Kraft, die dich aktiv werden lässt. Und deine Seele, sie flüstert dir zu. Gehe voran. Du bist beschützt und geliebt, ewiglich. Und so spürst du, wie diese Energie sich in deinen Zellen verbindet, wie sie dich auffüllt mit Kraft und Vertrauen und mit Dankbarkeit. Und so schenke dir ein Lächeln, schenke deiner Seele ein Lächeln und komme dann langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück, bewege Hände und Füße und sei ganz wieder da. Es war sehr schön mit euch, die Kraft der Sonne zu fühlen. Und diese fließt nun in deinen Zellen. Und du weißt, was zu tun ist. Es ist ganz einfach. Erkenne das Licht und gehe deinen Weg. Herzlichen Dank, Namaste, eine Herzensumarmung. Eine lichtvolle Zeit, ihr Lieben. Teilt mein Video, gebt ihm ein Like, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich.
damit noch weiter so schöne Videos kommen können. Und ja, bis zum nächsten Mal.